Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Mir muss ich jetzt schmieren. Mich und Zucker nimm dir selber, ne? Oh, Udo, wonach riechst du denn? Ja, ich lass mich nicht mehr von Stade pressen. Was sagt er? Wie meinst du das denn, Udo? Ja, ich bin vorsorglich endgültig auf Zigarillos umgestiegen, weil wenn Zigaretten noch teurer werden, ohne mich. Was soll da denn nur? Das stinkt ja noch mehr. Hallo, 17 Zigarillos für 1,15 Euro, das spare ich 4 Euro pro Schachtel. Allein bei 2 Schachteln pro Tag habe ich dann ja 8 Euro über. Ah, man kann im Grunde sagen, du rauchst dich reich. Aber warum sind die so viel billiger? Ich dachte immer, das ist was Edles. Ist auch komisch. Es kommt eleganter rüber, ne? Aber die Preise wundern mich auch. Ja, das kommt von der Steuersätze her. Zigarillos sind ja fast steuerfrei. Ja, aber wieso denn? Ja, weil man die ja nicht auf Lunge raucht. Dann ist das nicht so ungesund wie Zigaretten und damit kein Genussmittel. Ja und? Ja, wenn man, sagen wir mal, Benzin saufen könnte, dann wäre der Liter ja noch teurer. Aber das ist ja auch so schon ungesund. Aber du säufst es ja nicht. Ah, ja, stimmt ja. Benzin? Beim Ansaugen aus dem Tank, da schluckt man immer mal was. Ja, doch. Das macht nichts. Glaubt das? Ja. Was? Franz, außerdem rauche ich Zigarillos hier auf Lunge. Haben ja Filter und alle. Du, dann bist du ja ein Steuerbetrüger. Allein schon. Nein. Das Einzige ist, dass der Qualm ein bisschen härter beißt. Also guck mal mein Auge. Udo, jetzt sehe ich das. Das ist ja ganz gelb. Ja, und die Adern sind teilweise auch Udo. Hochgegangen förmlich. Das ist, ja. Wenn du was mit beiden Händen machst und dabei die Kippe im Mund lässt. Was machst du denn bitte schön mit beiden Händen? Also. Das ist hier gleich der Thema. Auf jeden Fall, wenn damit mein Auge nicht besser wird und ich doch wieder auf Zigarette muss, mache ich Volksentscheid. Ah. Unterschriften, Demos, Geißlätten, ganze Programm. Ah ja, dann viel Erfolg. Ja, warte mal ab. Also Udo, mal ehrlich, dass du immer noch rauchst, ne, da habe ich kein Verständnis für, wenn ich das mal sagen darf. Ja, warte. Räucherware hält länger, ne? Ja, es ist doch so. Warte mal, doch Riesel. Ich brauche noch Zahlungsverpflichtung mit 6 Buchstaben. Deckel, ne, Freundchen. Ach so.